Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge Assassin's Creed Origins. Ja, mein Gott, was war denn da wieder gestern los? Von wegen Aufnahmesession. Das war alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber egal. Heute werden wir ein bisschen länger machen. Ich steige wieder dort ein, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und ich würde sagen, nach dem Intro sehen wir uns gleich. So, Freunde, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich gucke mal direkt auf der Karte nach, womit wir uns in dieser Folge beschäftigen. Also, wo sind wir denn stehen geblieben? Hier vorne, da haben wir diese komische Aufgabe gelöst, diese Nebenquest mit dem einen Johnny, der Phanos hieß. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier weitermachen können. Die Maske der Echse, die Hyäne, Stich des Skarabäus. Sprich mit Harkuf in der Brauerei von Seis. Das ist eine Quest, die auf jeden Fall länger dauert, genauso wie diese hier. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen die nächstbeste. Und zwar Stich des Skarabäus. So, wir gucken mal, wie wir da am besten hinkommen. So, hier vorne haben wir schon alles erledigt. Hier vorne ist noch ein Fragezeichen. Das müsste ich eventuell dann auch nochmal erledigen. Hier ist Seis. Okay, hier gibt es noch eine kleine Das Wiesel. Hier gibt es noch eine kleine Nebenmission. Und hier gibt es noch eine Schnellreise. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal dieses Gedöns hier, das Fragezeichen. Gehen dann hier weiter runter, schippern über das Wasser, bis wir dann hier angekommen sind. Und dann nehmen wir die Quest an. So, dann müssen wir uns erstmal hierhin schnellreisen lassen. Das geht ja immer recht fix. Dann fahren wir da gerade hin, kapern uns ein Boot oder was auch immer, wie diese Teile da heißen, ey. Und dann sollte das in dieser Folge eigentlich auch alles klappen, wenn mich nicht alles flamet zu diesem Zeitpunkt. Wir haben übrigens Samstag. Ja, ja. Ein regnerischer Samstag. So, wollen wir mal gucken. Da vorne steht auch schon ein kleines Bötchen direkt. Mein Adler grüßt mich. Immer nice, wenn ich fliege. Ist das die Wahrheit? Ich weiß es nicht. So, und aufsitzen. Let's go, let's go, let's go. 455 Meters. Das ist alles gar nicht so weit weg. Was ist denn das? Ist das eine Galeere, um die ich kapern muss? Könnte natürlich sein, ne? Von dort aus, glaube ich, werde ich dann wieder die Schnellreise aktivieren, damit ich nicht wieder zurückfliegen, fahren muss. 2 Kilometer entfernt das andere, die andere Hauptquest. Ja, ich weiß nicht, ob ich die dann noch heute fertig kriege in dieser Folge, aber ich will mal mein Bestes geben. Die Nebenquest mit dem Wiesel wird mich ehrlich gesagt auch anbocken. Großes grünes Meer entdeckt. Du da, halt! Ja, ja, ich halte ja schon. Die Sachen hier sind sehr aufmerksam. Ist das so? So. Dann gucken wir mal. Da vorne steht einer. Und da steht einer. Oh, das knatscht alles hier recht fix. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Aha. Attentat. Nice. Dazu werde ich mir gleich auch nochmal schön was ausdenken, wie wir da weiter vorgehen mit unserem Fähigkeitenbaum. Da gibt es nämlich auch was Schickes. Nämlich mehr EP, beziehungsweise einen weiteren Angriff. Oh, neues Schwert, nice. Schatz geplündert, alles klar. Den Ömmeln war noch weg. Den Ömmeln war noch weg. Und sowas wie jetzt, da würde es dann mehr EP für geben. So, das Ding hätten wir geklärt. Und dann würde ich sagen, ja, wenn ich das jetzt schon freigeschaltet hätte, das wäre schön. Oh, hier gibt es noch was. Der hungrige Fluss. Nem, 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 nem. Ja, das ist doch schon ziemlich weit, ne? Ich könnte mich natürlich, oh, hier gibt es auch noch was. Höhere Bildung, Nebenquest, Stufe 21. Okay, Stufe 21 sind wir noch nicht. Noch lange nicht. Ah, hierhin kann ich mich schon schnell reisen lassen. Das ist ja. Ja, wie machen wir das denn? Ich könnte natürlich hier direkt weitermachen. Was ist hier? Dicke Haut, Stufe 13. Ich würde am liebsten von hier oben erstmal anfangen. Ja, gut. Dann auf zur Schnellreise. Dann schnappe ich mir wieder das Boot und dann fahre ich da, sorry,
dann fahre ich da mal einfach diesen Flussarm entlang. Und dann sollte das auch hinhauen. Ne? Dann gehe ich da schön so einmal einer Karte entlang. Lasse definitiv keine Quest aus. Und das Boot steht natürlich nicht da. Perfekt. Ja, dann nehmen wir doch das, oder? Dann nehmen wir doch das. Das sollte dann hinhauen. So, aufsitzen. Und da vorne ist der Flussarm. Da fahren wir jetzt erstmal hinein. So. Rasende Geschwindigkeit hier. Ich gucke nochmal nach, ob das überhaupt richtig ist. Ja, das ist der Flussarm. Dann werden wir uns jetzt mal hier hinbegeben. Vielleicht sollte ich diese Schnellreise freischalten. Und dann werde ich hier rüber gehen. Diese Quest machen. Vielleicht mache ich noch diese Quest. Und ja, wie es dann hier so aussieht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da schon einiges. Hier gibt es auch noch eine Quest. Aber das ist dann definitiv nicht in meinem Bereich. Also sind es nur diese zwei Fragezeichen. Eventuell auch noch... Na, ich weiß nicht, ob ich das schon machen sollte. Ich glaube, das lasse ich erstmal aus. Ich mache nur die Schnellreiseflagge hier und dann gehe ich hier in diese gegenüberliegende Richtung und mache die Quest erstmal dort. So, wir wollen das hier schön alles nacheinander abarbeiten. Ich kann das gar nicht ab, wenn man hier so nur so wild durch die Karte spließt. Okay, da ist gerade nochmal was aufgetaucht. Ja, das wird wahrscheinlich das rechts dort sein, das orange Zeichen. 500 Meter bis da vorne hin. Das ist alles gar nicht mehr so lange. Sehr schön, sehr schön. So. Da reiten sie wieder. Hallo, Jungs. Ey. Ja, rechts vor links, ich weiß. Hat er gerade Missgeburt zu mir gesagt? Junge, 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 Junge. Raue Sitten hier. Ich glaube, das Türmchen da vorne ist auch schon die Schnellreise. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Alter Vater. Was ist das? Bin auf Grund gelaufen. Hier rechts der Palast von Kleopatra. Ja, dann würde ich sagen, parke ich das Gerät mal hier. Einmal gerade hier auflaufen. So. Leder brauche ich auch. Aber mal so ganz dringend. Eigentlich mal so richtig ganz dringend. Ja, das ist die Schnellreise hier. Das war's auch schon. Schneller ging es jetzt echt nicht. So, dann wollen wir mal hier hoch. Warum sind hier Löcher drin? Achso, ist das so ein Nistplatz für Vögel oder was? Nice. Die Vögels. So, dann synchronisieren wir mal gerade die Gerätschaft hier. Den Gelände. Ja, da ist noch so ein Türmchen. Synchronisation beendet. So, dann gucken wir uns mal auf der Karte an, was hier so abgeht. Jetzt gehen wir hier erstmal rüber und nehmen uns das Wiesel vor. Wiesel flink. Macht auch ihr Wiesel flink. Was ist hier denn los? Kannst du einen rausplündern, okay. Wo ist mein Horse? Hier ist mein Horse. So, muss ich hier jetzt rüber oder was? Jo. Ja gut. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier in der Tat mit meinem Pferd durch kann. Jo, das funktioniert noch. Das funktioniert. Hier schön hoch. Komm schon, Pferdchen. Komm schon. So, 75 Meter kommen, die machen wir gerade zu Fuß. Stellen unser Pferd hier vorne ab. 58, 50 Meter, okay. Dann wollen wir mal gucken, was da abgeht. In Apollodoros Anwesen, wo Kleopatra übelst einen rausgelassen hat. Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Stimmt. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruja, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Aha. Wenn ich sie sehe. Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig. Der Taubenturm? Jetzt sag mir nicht, dass ich da gerade war. Ich sehe, was ich tun kann. Okay, wir halten mal kurz zum Verfolgen und... Nein, der Taubenturm ist hier ums Eck. Was ist das denn?
So einen ägyptischen Hund oder was das auch immer sein soll. Sieht aus wie eine Mischung zwischen Hund und Katze. So, da sind wir auch schon am Taubenturm. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Untersuche die Unruhe. Fortschritt bei der Untersuchung. Ach ja, da vorne. Sieht aus wie... ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Ich denke mal von oben. Nö, dann wollen wir da mal hoch. Ach ja, guck, oh nee. Guck, da haben wir es nämlich. Ey, darüber wollte ich. So ein Chaos. So ein Chaos. Blut. Noch frisch. Taubenblut. Menschliches Blut. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Ei. Oh. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Leiche drin? Okay, da ist sie nicht drin. Also liegt das Ganze immer noch hier im Untersuchungsgebiet. Hier werde ich wahrscheinlich nicht reingehen können. Ich ömmel mal gerade hier ganz oben hoch. Untersuchungsgebiet wurde verlassen, okay. Ich blies nochmal den hier raus. Oh, was kann ich hier machen? Plündern? So, seht ihr irgendwo was? Ich sehe hier irgendwie nichts. Hier sehe ich nichts. Ja, vielleicht hier vorne. Oh, das, das wollte ich nicht. Untersuchungsgebiet. Ja gut, wo liegt die Leiche? Die muss ja dann hier irgendwo in der Nähe sein, nicht wahr? Vielleicht hier irgendwo? Ach, guck da. Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Frage Ruja. Zurück zu Pelias. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Okay, die scheint... in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Scheint irgendwie gestolpert zu sein oder so. Wir legen die Olle mal dahin. Den Brief haben wir jetzt allerdings immer noch nicht. Bei den Göttern. Oh ja. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Ah, der Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das Dymnos. Werde ich herausfinden. Okay. Nächste Aufgabe. Dymnos. Du armes, armes Mädchen. Der Waffenmeister. Mögest du im Gefilde der Binsen wandeln. Das Gefilde der Binsen. Dymnos. Da ist er. Ich suche nach Ruja. Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen. Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruja. Du dummer Ägypter. Ich Alles werde klar. sie dir mit Freude erteilen. Aufs Maul. Komm, versuch's! Wow. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich, ups. Sorry. Ich schnapp mir mal das andere Schwert. So macht das doch, glaube ich. Alter Vater, in den Kopf. Ey, shit. Hm, das muss der Brief sein. Okay, ich glaube, ich behalte mal das Schwert. Das ist doch ein bisschen besser, glaube ich, als diese zwei Klingen.
War es Dymnos? Es war ja. Dymnos, Alter. Er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Übel. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Quest abgeschlossen. Sehr schön. 1000 Eps. Ja, gehe ich jetzt erst hier hin oder mache ich mir noch... Ich glaube, ich gehe erst zu der nächsten Quest. Das ist ja schon ein bisschen weiter weg und diese Fragezeichen werde ich dann in der nächsten... Alter, Pferdchen. Werde ich dann in der nächsten Folge am Anfang direkt mal schnell machen. Es ist ja nichts Großartiges. Das heißt, wenn das jetzt hier nicht so lange dauert, dann werde ich das natürlich jetzt noch in dieser heutigen Folge fertig kriegen. Ansonsten seht ihr das dann zu Beginn der nächsten Folge am morgigen Tage. So, wen haben wir denn hier? Mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst... Ne, ja, Tante, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat einen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Mhm. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Okay. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Aha. Ich helfe dir, die Toten zu bergen. Tote bergen, Nilpferde töten, alles klar. Halten zum Verfolgen. Check. Und wo ist das Pferdchen? Pferdchen? Da bist du ja. So, dann wollen wir mal gucken. Achso, das ist ja hier direkt. Muss ich das jetzt... Ich muss ihn da hinbringen, ne? Soll ich... Ja, okay. Ich verstehe. Ich muss ihm das jetzt da wieder erstmal bringen. Hier hast du den ersten. Alter, hier liegt ja ein dicken Pferd, ey. Ein Nilpferd-mäßigen. Alter, was für ein fettes Viech. So, der hier ist am weitesten entfernt, wie ich glaube. Dann schnapp ich mir den mal. Haben sie eigentlich ganz cool gemacht mit diesem Blut und so, ne? Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, finde ich. Auch im Wasser, wie sich das dann so bewegt und alles. So. Alter, wenn ich ihn hinlege, blutet er noch weiter? Das wäre krass. Das wäre krass. So, jetzt hier hinten. Hüpf. Nilpferde sehe ich hier aber... Oh. Wollte ich gerade sagen, ich sehe keine Nilpferde, aber... Nilpferde. Lass mich hier... Oh, da hat es mich gesehen, glaube ich. Dann gehe ich mal einen Schritt schneller. Kommt ja jetzt nicht hinter mir her, ne? Den Nilpferd. Oder? Oder? Nee. Ja, sehr gut. Müssen wir auch nicht extra hier unsere Klinge herausholen. Sie singt da einfach mal weiter. Krass, jetzt hier ist sie auch. Hm. Armer Vetter. Okay, ich muss ihn anscheinend... noch ein Stückchen weiterbringen. Nicht Meketre. Hier bluten wir alles voll. Nicht. Ich würde helfen. Aber die Bestien sind mir über. Hm. Ist das Meketre? Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Narr, ein tapferer Narr, aber ein Narr. Na, 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 na. Ach, und dann wird es wahrscheinlich er hier sein. Oh, jetzt hat's mich. Ja, oh. Entschuldigung. Oh. Ei. Mach ja jetzt nicht mal hier, ne? Früher waren diese Dinger mega niedlich, als es noch Überraschungseier gab. Die Happy Hippos. In diesem Fall weniger happy, aber doppelt so Hippo, ey. Mein armer Meketre ist tot. Übelst viel Blut, yo. Der letzte, glaube ich. Und oh, moin. Meketre war nicht dabei. Ziemlich üble Aktion mit diesem Nilpferd hier. Mal gucken, ob wir das Ding noch down kriegen.
Ins Gesicht. Der drin war. Und nun? Speaking? Jawohl. Hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Alles klar. Wer ist dieser Meketra, um den sie trauert? Unser Beschützer. Das Nilpferd einfach. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Aha. Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Natürlich. Ich finde das schon. Okay. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Quest ist also noch nicht zu Ende. Das heißt, wir müssen die Banditen jetzt nochmal wegömmeln. Pferdchen. Auf geht's. Das Banditenlager befindet sich in der Schlucht im Westen. Gucken wir das gerade mal an. Aha, jetzt müssen wir also doch noch hier durch dieses Gebiet. Okay, dann dauert es wohl noch ein bisschen, bis wir nach Seis kommen. Obwohl wir da ja eigentlich schon einmal eine Quest erfüllt haben. Aber nun gut. Neue Region entdeckt. Nomos Meret Mehetet. Wo ist denn der Kollege jetzt hier? Schlucht, Banditen, Schlucht. Jetzt hab ich dich! Ei! Entschuldigung. Wo muss ich denn hin? Ist das Banditengedöns hier? Sieht so aus, oder? Moment, ich steig mal gerade ab. Muss mal gerade gucken. Dass ich mir hier... Ach, scheiße. Oh! Aua! Ich blocke gar nicht, ne? So. Ein paar Pfeile. Um Seno zu rufen. Alles klar. Okay, das hier ist definitiv die Banditenschlucht. Noch mal gerade gucken. Töte den Hauptmann. Schatz plündern. Ah ja, okay, okay. Da ist der Schatz, alles klar. Oh, ich kann ihn doch plündern. Okay. Da sehe ich doch gerade ein bisschen Leder stehen. Oh, da fällt mir doch gerade mein Kopfhörer aus dem Ohr. Mein Kopfhörer. Was ist das eigentlich für ein komisches Wort, ey? Leder. Schön, dass es hier Leder gibt, Mann. Ich brauche übelst viel davon. Aber mal so richtig. Ja, hier kann ich schon mal rüberspringen. Das ist nice. Hier kann ich ein paar Pfeile. 9 Stück. Ziel lokalisiert. Hier vorne steht nur einer, oder was? Okay. Hey, was? Töte dich! Oh, Mist. Jetzt habe ich natürlich mal wieder super flockig hier reingeschissen, hätte ich fast gesagt. Und tschüss, Hauptmann. Da ist das Ziel. Sehr gut. Ort beendet. Blocken. Er hatte keine Chance. Komm schon. Und tschüss. So. Wo war tragen, ich? Tragen, 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 tragen. Plündern. Kannst du mich befreien? Ja. Ich hol dich da raus. Klar, kann ich dich befreien. Aber ich muss hier erstmal alle niedermetzeln. Ja, sieht er mich? Sieht er mich? Sieht mich nicht, ne? Attentat. Hey. Jawohl. So, dann stehen da vorne noch 2. Er sieht mich nicht? Komm, die nächsten auch noch. Jawohl. Alles klar. Schatz geplündert. Da vorne ist der Kollege, den wir noch befreien müssen. Das machen wir auch schnell. Kollege, was ist mit dir?
Ja? Schnell, was ist mit dir? Die Banditen vermehren sich wie Karnickel. So, okay. Ja, wo gehen wir denn hin? 4 Meter? Ach so, das ist für... Das ist das Pünktchen, was über seinem Kopf schwebt. Wo muss ich denn jetzt hin mit ihm? Hier oben hoch? Nein. Er rennt natürlich einmal durch die ganze Schlucht. Perfekt. Und jetzt? Bist du zufrieden? Hast du irgendwo einen Karren stehen? Oder dein Pferd? Ist das dein Pferd? Aufsitzen. Sprich mit... Kollege. Aber warum rettest du mich? Deine Tante sprach von euren Sorgen. Ich helfe sowieso sehr gerne. Aber einem Beschützer in Not natürlich erst recht. Du bist ein Magi. Ja, das stimmt. Wir sind von derselben Bruderschaft. Ja, ja. Ja, ich muss schnell nach Hause. Ihr Anführer, der fette Homer, führt die großen Hungrigen fette auf Homer. Einen Raubzug. Du bewegst dich wie ein Löwe. Hilfst du mir, sie aufzuhalten? Na gut. Ja. Ja? Okay, nehmen wir mal den Gaul. Steht hier einfach so rum. Meketres Dorf befindet sich im Osten. 400 Meter. Ups, Entschuldigung. Hilf den Rebellen. Wobei. Weiß ich nicht. Okay. Dann erstmal 300 Meter in die Richtung. Was war das jetzt? Hat mich da irgendwas... Ah ja, okay. Alter, bleib mal flockig hier, ey. Muss mich ja nicht gleich erschießen. Meine Güte. So. 50 Meter am Start und moin, was geht hier ab? Ach so. Oh shit. Dafür lasse ich dich leiden. Schön weggeblockt. Zack, den hätten wir. Zack, den hätten wir auch. Das Pferd eventuell noch am Leben lassen. Sonst noch irgendwer ohne Fahrkarte? Hier vorne. Zack. Flatsch. Flatsch. Zack. Flatsch. Flatsch. Okay. Zack. Und nochmal. Hallo. Boah, das Blut spritzt hier übelst. Sehr schön. Zeit für dein nächstes Leben. Was ist hier denn los? Ei! So. Komm schon. Jawohl. Da unten ist noch einer. So. Das ging schnell. Hallo, Pferdchen. Ach, da ist noch einer. Ich muss weiter. Peng, das war's. Sprich mit Ketre. Wo ist Meketre? Hier, sprechen. Meketre. Ich glaube, wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Yeah. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht Perfectly. Mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ja, ja, ja. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Oh ja, darauf freut sie sich bestimmt. Quest abgeschlossen. Der Hungrige Fluss, 1500 Apps, Alter. Gar nicht mal so schlecht. Schwer, bla. So. Bevor wir jetzt... Oh, hier gibt's ja noch mehr, Alter. Oh Gott, ist das... Okay. Okay. Wir machen weiter. Wie gesagt, werde ich mir jetzt erstmal diese 4 Fragezeichen hier holen, um diese Kante da vorne abzuschließen. Danach... Die Schnellreiseflagge? Flagge. Ich bin irgendwie immer noch ins Hauspark drin. Frag mich nicht, warum. Danach die Schnellreise hier vorne. Danach dieses Gebiet. Und danach wandern wir hier so leicht drüber. Bis wir dann letzten... Ist das schon... Das ist schon Dings, ne? Sei es. Okay. Okay, dann machen wir hier oben die Ecke. Und danach werden wir uns hier einfach beschäftigen. Bis wir dann hier unten angelangt sind und... Das ist auch alles noch Seis hier? Ist ja krass. Aber gut, so. Hier werden wir dann weitermachen. In der nächsten Folge werden wir uns hier schnell mal den unbekannten Ort schnappen. Und den, und den, und den, und den. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part, lasst mir ein kleines Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann morgen. Tschüssikowski.